Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 1. Juli 2019. Die alten Mayas haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet, im Einklang mit der Natur, im Einklang von kosmischen Einflüssen. Leider wurde von diesem Kalendersystem ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint, möchte ich diesen Kalender näher bringen. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 ist die heilige Zahl der Mayas. Diese 13 Tage könnt ihr so vorstellen wie in unserem Kalendersystem die 7 Tage Woche. Die Wellen sind Frequenzen oder Schwingungen. Wir befinden uns gerade in 16. Welle und es dauert bis 6. Juli 2019. Über diese Welle herrscht Kip. Das ist das Symbol dafür. Kip bedeutet übersetzt Eule. Das ist die Welle des Wissens und Welle des Verzeihens. Regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zum Sehen. Und dort die Weisheit erlangen, in die Tiefe schauen, alte Schmerz loslassen, befreien davon und ein inneres Wachstum. Der heutige Tag ist der 8. Tag dieser Welle und die Zahl 8 wurde so gezeichnet bei den Mayas. 5 ist diese Linie und 3 noch dazu. Die Zahl 8 bedeutet Harmonie, Gleichgewicht, Ausgleich zu finden, Manifestation und die schöpferische Kraft. Die heutige Tagesenergie ist Akbal, das ist die Symbole dafür, und Akbal bedeutet Nacht. Nacht, die Träume, die Traumzeit, die Blick nach innen, eine Art meditative Haltung und nach innen schauen, Veränderungen, eine Übergangsphase, Erneuerungsprozesse, ein anderes Bewusstsein, gleichzeitig auch Heilung und die Fülle. Medizinisch steht Akbal zum Magenbereich. Die Krafttier ist Eule. Und das war die Botschaft aus dem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.